In den letzten Jahren sind in und um Münster herum zahlreiche Anstrengungen unternommen worden, den zumeist stark verbauten Flüssen einen Teil ihres natürlichen Laufs zurückzugeben. Mit den sogenannten Renaturierungsmaßnahmen soll eines der wesentlichen Ziele der europäischen Wasserrahmenrichtlinie erfüllt werden, die natürlichen Wanderungs- und Ausbreitungsbewegungen der eigentlich in Bächen und Flüssen vorkommenden Tier- und Pflanzenwelt wiederherzustellen. Welche Hoffnungen mit diesen Maßnahmen verbunden sind und welches Ziel langfristig angestrebt wird, erklärte uns Professor Butschert vom Institut für angewandte Landschaftsökologie und ökologische Planung der Universität Münster. Zunächst wollten wir wissen, wie es im Allgemeinen um die Fließgewässer in Deutschland aussieht. Wir aus der Landschaftsökologie schauen uns die Fließgewässer aus zwei Blickrichtungen an. Einmal, wie sie aussehen, wie sie gestaltet sind und welche Lebensräume sie haben. Und der zweite Blickpunkt, wie sauber das Wasser ist. Deshalb ist die Antwort zweigeteilt. Das Wasser ist sauber, überwiegend, weil wir in den vergangenen Jahrzehnten sehr viel Geld und sehr viel Anstrengung in die Kläranlagentechnik, in den Kläranlagenbau gesteckt haben. Man hat also das Wasser rein gemacht. Ältere erinnern sich wahrscheinlich noch an Schaumberge auf Gewässern oder Bilder zur Lage der Nation, wo man gesehen hat, da gab es Fischsterben und solche Dinge wegen Sauerstoffmangel. Man hat also die Nährstoffe raus aus den Gewässern geholt. Die Struktur und die Lebewesen oder die Lebensräume sind nicht sehr in Ordnung. Der Zustand ist überwiegend als schlecht zu beschreiben. Die Schönheit der renaturierten Flussabschnitte zeigt sich besonders in den Frühlings- und Sommermonaten. So bietet die wiederhergestellte Natürlichkeit nicht nur der Tier- und Pflanzenwelt die Möglichkeit zur Vitalisierung, sondern auch die Bürger und Bürgerinnen finden hier einen Ort der Erholung. Wurden früher Renaturierungsprojekte als bauliche Ausgleichsmaßnahmen realisiert, so sind die in den letzten Jahren in Münster durchgeführten Maßnahmen in einem größeren projektbezogenen europäischen Kontext zu sehen. Was nicht in einem guten Zustand ist, das ist die Gewässerstruktur, also die Lebensräume. Und zur Verbesserung dieser Gewässerstruktur hat sich die Europäische Union im Jahr 2000 die Wasserrahmenrichtlinie gegeben, die zum Ziel hat, die Gewässer wieder in einen guten ökologischen Zustand zu versetzen, mit den entsprechenden Komponenten, die darin sind, zum Beispiel die Fische oder die Insekten, die im und am Gewässer leben. Libellen kennen wahrscheinlich die meisten und auch Pflanzen und andere Tiere wie Muscheln beispielsweise. Und zu diesem Zweck werden Gewässer renaturiert, damit dieser gute ökologische Zustand erreicht wird. Die Renaturierungsmaßnahmen sind aus Sicht einer Revitalisierung der natürlichen Lebensräume der Tiere und Pflanzen dringend notwendig. Der Großteil dieser Lebensräume ist im Zuge der landwirtschaftlichen Nutzung als auch des Ausbaus der Transportverkehrswege zu Land und zu Wasser verschwunden. Die Wiederherstellung dieser Lebensräume erfolgt unter dem Gesichtspunkt der Biodiversität. Nach der UN-Biodiversitätskonvention beinhaltet sie die Vielfalt der Arten und der Ökosysteme. Die Wiederherstellung dieser ursprünglichen Lebensräume für Tiere und Pflanzen und allen dazugehörigen Lebewesen ist in der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie zeitlich festgelegt. Die Dringlichkeit des Umweltschutzes scheint klar zu sein, doch der Umsetzungszeitraum ist ambitioniert. Denn nur ein Teil der geplanten Maßnahmen sind bis heute auch tatsächlich umgesetzt worden. Ja, die Wasserrahmenrichtlinie hat so einen Paradigmenwechsel zur Folge gehabt. Bis in die 80er, 90er Jahre des letzten Jahrhunderts war tatsächlich der Gewässerausbau auch in unseren Gesetzen das Ziel des Handelns am Gewässer. Die Wasserrahmenrichtlinie hat praktisch dann aber die Blickrichtung geändert und eben die Ökologie in den Vordergrund gerückt mit sehr vielen Konsequenzen. Erstens mit der Theoriebildung. Welche Gewässer haben wir? Wie sehen die Gewässer aus? Welche Fische würden da drinnen vorkommen, wenn die Gewässer nicht umgestaltet worden wären? Mit der Frage, welche Strukturelemente sind in diesen Gewässern? Das wurde in einem zeitlichen Abstand von einem ersten Erhebungszyklus in den ersten 6 Jahren erstmal die Grundlagendaten erfasst. Und dann sollte, so der Plan, bis 2009 ein Monitoring sein und bis 2015 die Umsetzung erfolgt sein. Jetzt haben wir ja 2021. Und selbst bis 2021 sind die Maßnahmen erst zu einem Prozentsatz von ungefähr 10% so weit umgesetzt, dass wir von einem guten ökologischen Zustand sprechen können. Weswegen die EU-Wasserrahmenrichtlinie von vornherein 3 Zyklen hatte.
Und mittlerweile beginnt der dritte Zyklus bis 2027 und dort soll quasi dieses Ziel erreicht sein. Die langsam voranschreitende Umsetzung ist eng verknüpft mit den dafür benötigten Flächen. Diese sind rar und bereits heute müssen beispielsweise die Landwirte und Landwirtinnen im Münsterland mit relativ begrenzten Flächen auskommen. Wo sollen die benötigten Flächen für die so wichtigen Ausweitungsgebiete der kurvenreichen Flussabschnitte, den sogenannten Mäandern, herkommen? Weltweit werden ein Drittel der Anbauflächen für Getreide und Sojabohnen zu Viehfutterproduktion benötigt. In Europa ist es doppelt so viel. 60% des angebauten Getreides landet in den Trögen, so die Heinrich-Böll-Stiftung. Für 100 Kalorien an Nutzpflanzen, die an Tiere zur Fleischproduktion verfüttert werden, stehen dem Fleischkonsumenten nur 17 bis 30 Kalorien als Rückführung zur Verfügung. Somit sind die Renaturierungsmaßnahmen und die dafür benötigten Landflächen eng mit unserem Konsumverhalten verknüpft. Das Ziel ist so groß, dass die Vereinten Nationen sogar ein Jahrzehnt der Restoration ausgerufen haben. Das heißt also, unser gesamter Lebenswandel wird damit verbunden sein. Wir sprechen in unserer Wissenschaft der ökologischen Planung oder Landschaftsökologie auch von der Transformation der Gesellschaft zu einer nachhaltigen Lebensweise. Und eine nachhaltige Lebensweise ist auch verknüpft mit den Gewässern. Gewässer brauchen mehr Raum. Und um ihnen diesen Raum zu geben für ihre Ausuferung, für die natürlichen Strukturen, muss auch in der Gesellschaft, müssen da verschiedene Dinge anders priorisiert werden. Also weniger Straßenbau zum Beispiel, anderer Verkehr wäre das. Andere Ernährung, das heißt also mehr strukturreiche oder natürliche Elemente am Gewässerrand. Weniger Düngung auf den Feldern oder andere Düngung auf den Feldern und vor allem weniger Pestizide. Das heißt also, Ernährungsgewohnheiten sind unmittelbar verknüpft mit dem guten Zustand der Gewässer. Die historische Begradigung der Mäandern zur Nutzbarmachung der Landflächen hat die Biodiversität immens reduziert. Mit dem fehlenden Retentionsraum von Auen und Mäandern, die als natürliche Rückhaltemöglichkeit und Abflussbremse wirken, geht auch ein weiteres Problem einher. Hochwasser und Überschwemmungen, wie wir sie beispielsweise 2014 in Münsterland erlebt haben. Das Risiko für Mensch und Sachgüter ist groß. Weltweit stellen Überschwemmungen nach Stürmen die Naturkatastrophe mit den höchsten Schäden dar. Und nur ein Bruchteil davon ist versichert. Der Klimawandel verschärft das Problem. Denn durch die Nutzung fossiler Energieträger wie Kohle, Öl oder Gas wird die Erde erwärmt. Die Folge ist ein erhöhter Niederschlag und eine Intensivierung des Wasserkreislaufs. Ja, danke, dass Sie Hochwasserschutz noch ansprechen, weil das sind eigentlich drei, man sagt sogar Schwestern in der EU-Richtliniensprache. Es gibt die Hochwasserschutzrichtlinie, es gibt die Grundwasserrichtlinie und es gibt die Wasserrahmenrichtlinie. Bitte nicht wundern, dass ich jetzt was ganz anderes anspreche, nämlich den Klimawandel. Der Klimawandel ist so stark, dass bei allen Planungen oder das, was wir erwarten durch den Klimawandel, ist so stark, bei allen Planungen das mitzudenken ist. Das heißt, unsere Gewässer müssen revitalisiert werden, dass sie Hochwasser ableiten können, was stärker werden kann. Wir erinnern uns an das 2014er Hochwasser in Münster, bestimmt alle noch. 2003 gab es Trockenheit, 2018 auch, und das ist das Gegenspiel. Also bei trockenem Wetter müssen die Gewässer noch in der Lage sein, für die Biodiversität gut ausgestaltet zu sein und eben für den Hochwasserabfluss. Und das hört sich ein bisschen an wie Quadratur des Kreises, ist es auch. Und eine ziemlich schwierige planerische Aufgabe, das in eine Gestaltung zu bringen. Man macht das praktisch mit so einem Konzept der Ersatzaue, also wie so ein Baukasten. Man hat also praktisch ein kleines Bett bei Niedrigwasser und man macht dann so ein größeres Bett für den Mittelwasserabfluss und noch ein größeres, um das Hochwasser abfließen zu lassen. Großes Problem, Hochwasser fließt nicht ab, wenn ich dichten Gehölzbewuchs habe. Also aus Hochwasserschutzgründen wird immer wenig Gehölze dran haben, aus Biodiversitätsgründen wird man viel Gehölze dran haben und auch Totholz drin. Und diesen Konflikt, den kann man nicht am gleichen Platz lösen. Das heißt, wir brauchen also Bereiche, wo Totholz dran ist am Gewässer und andere Bereiche, wo wir dann zum Beispiel freiere Flächen haben oder Hochwasserrückhalt. Also die Lösung liegt im Raum sozusagen, ne? Dass wir also das Gewässer an unterschiedlichen Stellen unterschiedlich zurückentwickeln. Ein aktuelles Projekt ist der Piepenbach und die Angel am Tiergarten in Wolbeck. Hier soll unter anderem die letzten 500 Meter des Piepenbachs hin zur Mündung in die Angel ihren natürlichen Lauf wiedererhalten.
Geht es nach den Wünschen des Bürgerforums Wolbeck e.V., so soll die ästhetische Planung und Umsetzung dieser Renaturierungsmaßnahmen den Menschen nicht außen vor lassen und als eine Art Bürgerpark gedacht werden, ohne dabei die Naturschutzbelange zu vernachlässigen. Die Menschen sind natürlich insbesondere im städtischen Umfeld eine der wichtigsten Komponenten von einer Planung. Und deshalb kann ich die Frage nach Bürgerpark, Beteiligung in dreierlei Hinsicht beantworten. Bei der ersten binde ich nochmal an Biodiversität. Die Biodiversität an Gewässern soll eigentlich eine selbstorganisierte Biodiversität sein. Also keine, wo man hingeht und pflegt oder keine, wo man hingeht und wieder organisiert, sondern die Natur soll Natur bleiben. Das ist für die Menschen nicht unwichtig, gerade für unsere Kinder, die Natur erleben sollen. Und das können sie am besten dort, wo die Natur wild ist, sage ich mal, in einer gewissen Art und Weise sich selbst organisiert. Das hieße, dort würden Gehölze wachsen dürfen. Und die Kinder würden sehen, wie die wachsen und würden vielleicht sogar damit spielen dürfen, in irgendeiner Form, so dass nicht so sehr stört. Der zweite Punkt ist der Hochwasserschutz, den habe ich ja schon gesagt. Das heißt also, man kann ganz gut ein offenes Gewässer mit dem Hochwasserschutz kombinieren, ne, weil man dann zwei Fliegen mit einer Klappe hat, wenn man so möchte. Und der dritte Punkt wäre so eine ästhetische Herangehensweise. Die Ästhetik ist ja in jeder Mann, jeder Frau's Kopf verschieden, weswegen auch grundsätzlichere Elemente wie das integrierte Wasserressourcenmanagement sagen, man muss Gewässerentwicklung partizipativ planen. Also das Bürgerforum würde aus meiner Sicht bestmöglichst eingebunden werden und ihre Vorstellungen den Planern bekannt sein, damit man dann im Raum auch diesen Ort schaffen kann, damit die Menschen zufrieden sind mit ihrer Welt und mit ihrer Umgebung. Die Schönheit unberührter Landschaften hat eine positive Wirkung auf uns Menschen und eine intakte Natur ist essentiell für ein gesundes Leben aller Lebewesen. Die Notwendigkeit einer gesicherten Lebensmittelversorgung auf der einen Seite und unsere Erkenntnis, dass der Schutz unserer Umwelt dabei nicht mehr vernachlässigt werden kann, stellt uns vor ein augenscheinliches Dilemma. Wir sind aber nicht machtlos und können uns bewusst für einen nachhaltigen Umgang mit den uns zur Verfügung stehenden Ressourcen entscheiden, ohne dabei gänzlich unsere Bedürfnisse in den Hintergrund zu stellen. Und manchmal erweist sich dann ein anfängliches Dilemma als die Möglichkeit zu einem erfüllteren Leben. Der Wunsch ist der erste Schritt dahin. Ja, mein Wunsch bezüglich der Gewässer wäre auch für diejenigen, die dieses Interview hören, dass wir uns bewusst machen, wie wichtig das Wasser für unser Leben ist. Und nicht nur in einem direkten Sinne, dass wir reines Wasser ja trinken und dass wir vom Rheinwasser abhängig sind, sondern dass das Wasser wie so ein Lebensgeflecht auch diesen Planeten am Leben erhält. Und überall, wo wir die Dynamik des Wassers auch angrenzen und anhalten, nehmen wir sozusagen diese Vitalität oder diese Energie, die fernöstlichen Mythen nutzen es auch mit Wasser und das wissen wir selbst. Überall, wo wir fließendes Wasser hören oder wo wir Springbrünnchen haben oder wo wir das angucken können, geht es uns selbst auch besser. Und der Wunsch wäre, das Wasser als solches und auch die Gewässer wertzuschätzen und zu begleiten, dass wir wieder mehr gute, ökologisch ausgestattete und saubere Gewässer in unserer Umwelt haben.